Hallo, die heutige Aufgabe der Minimalismus-Challenge sagt, dass wir rausgehen sollen und unsere Umgebung mal so richtig wahrnehmen sollen. Und Minimalismus bedeutet ja nicht, dass man kein Geld ausgibt, sondern dass man es bewusst ausgibt für Dinge, die man wirklich mag und über die man sich sehr freut. Und wir waren vor kurzem in London und haben ganz, ganz viel erlebt. Dazu kommt auch bald noch ein richtiges Follow Me Around. Aber heute zeige ich euch mal einen Einblick in unser Food Diary. Und da es einfach eine Woche Urlaub war, haben wir es uns jeden Tag richtig gut gehen lassen. Das heißt, da haben wir gern unser Geld investiert, aber wir hatten auch wirklich was davon, nämlich eine wunderschöne Erinnerung. Starten wir direkt mit der Anreise und da gab es im Flugzeug ganz schlicht und einfach Cola und ein Käsebrötchen. Da ich ein sehr großer Starbucks-Fan bin und es bei uns einfach weit und breit gar keinen gibt, haben wir uns erstmal zur Stärkung ein White Chocolate Mokka geholt und einen Muffin dazu gegessen. Und abends waren wir dann in einer Reiseführerempfehlung und zwar bei Poppies und da haben wir natürlich ganz traditionell Fish and Chips gegessen. Erster Morgen im Hotel und da haben wir uns schön eingedeckt mit Brötchen. Es waren übrigens Mini-Brötchen, also keine normale Größe. Und dann eben auch wieder so traditionell englisches Frühstück. Zumindest was man so als Tourist darunter versteht. Und dann waren wir im Madame Tussauds und direkt dort in der Nähe ist ein Pizza Hut. Und da haben wir uns am Salatbuffet bedient und eine leckere große Pizza mit Käserand zusammen gegessen. Und die war wirklich sehr, sehr gut. Und falls ihr es noch nicht wisst, ich liebe Pizza wirklich. Wirklich sehr. Am Abend hat uns dann die James Tavern sehr angelacht und deswegen sind wir dort rein. Da habe ich dann Reis mit so Tomatensauce, die leicht scharf war, Huhn und Mango-Chutney zusammen mit diesem Brot und auch diesem anderen Teil, ich weiß gar nicht, wie es heißt, sagt mal, wenn ihr wisst, wie das heißt, habe ich gegessen und es war wirklich sehr, sehr lecker. Und jetzt sind wir schon am nächsten Tag, wir haben natürlich wieder gefrühstückt und dann waren wir bei Google, da durften wir zum Lunch Mittag essen und zum Abend gab es dann einfach einen Salat, wie ihr seht, und ein Wrap bei Pret à Manger und es war wirklich sehr, sehr gut dort. Und am Abend waren wir dann noch in Stomp und direkt danach waren wir dann noch einen Wein trinken und ein paar Oliven essen, weil ich am nächsten Tag Geburtstag hatte und da haben wir sozusagen damit reingefeiert. Hier mal wieder unser Frühstücksteller. Wie ihr seht, der war wirklich nicht abwechslungsreich. Das Buffet war jeden Tag das gleiche, aber es war okay, es war ja wirklich gut. Und dann sind wir shoppen gegangen, weil es war der einzige Shoppingtag, mein Geburtstag. Und da haben wir es uns gut gehen lassen und waren mittags bei Wasabi. Und ich liebe Wasabi, sowohl das Gewürz, also diese grüne Paste, aber auch diese Restaurantkette. Es schmeckt so unfassbar gut und sättigt auch richtig gut. Aber ich hatte ja Geburtstag, deswegen musste auch noch eine Art Kuchen sein. Deswegen sind wir am späten Nachmittag noch zu Pret à Manger wieder gegangen und da gab es einen Muffin und so ein anderes Gebäck und es war wirklich sehr, sehr lecker und sehr schön. Zur Feier des Tages waren wir am Abend dann auch richtig gut essen und zwar beim Angus Steakhouse und da haben wir uns Wein gegönnt und auch ein Glas Sekt eben zum Anstoßen und eben das war mein Teller, also es war so ein Steak Medium und es war wirklich sehr, sehr gut, würzig, aber es war gar nicht so zart, wie es mir erhofft hatte leider, aber insgesamt war auf jeden Fall der Geschmack sehr gut und der Abend war trotzdem sehr schön. Da wir asiatisch unglaublich lieben, haben wir uns auch direkt am nächsten Tag wieder was bei Wasabi geholt. Wieder Hühnchen mit Reis und dunkler Soße, war auch unfassbar lecker. Und dann sind wir auch noch in den London Dungeon gegangen. Da gibt es im Ausgangsbereich diese schöne Bites und da haben wir uns ein kostenloses Bier geholt. Und am Abend waren wir dann bei Garfunkels und da haben wir uns einmal eine Pink Lemonade gegönnt und die war richtig, richtig gut. Und dazu dann erstmals Vorspeise Nachos. Überbacken mit Käse und drei Dips und dann haben wir noch Hühnchen gegessen mit Pommes und den Bohnen und Mais und es war einfach wirklich wieder ein Festmahl. Am nächsten Mittag waren wir dann bei Frankie and Benny's und da haben wir diese Vorspeise zusammen gegessen. Das sind so Kartoffelchips überbacken mit Käsesoße und was weiß ich und unfassbar lecker. Und danach gab es dann noch Burger und da hatte ich einen mit Kartoffelpuffer obendrauf und es war sehr, sehr gut und ein bisschen Krautsalat. Am Abend waren wir so kaputt vom Tag, dass wir uns einfach nur bei Wasabi Sushi geholt haben und es ist gar nicht mal so teuer und schmeckt unfassbar gut. Es war total frisch und saftig und lecker und ich hätte es so gern auch in Deutschland. Also ich liebe Sushi und gerade auch eben, wenn es dann so saftig ist. Und das haben wir uns dann einfach im Hotelzimmer gegönnt und ein bisschen Fernsehen geschaut, so weil wir wirklich total kaputt waren.
Am nächsten Tag waren wir dann noch im National History Museum und es war super interessant und da habe ich auch meinen ersten Scone probiert, wobei ich sagen muss, das muss ich jetzt nicht unbedingt nochmal haben. Wonder Tree ist ein Restaurant im Flughafen, das heißt, es war unser letztes Essen in London und da habe ich mich nochmal für einen Burger entschieden mit einem Gemüsepatty und er war wirklich sehr, sehr, sehr lecker und wie ihr merkt, wir haben es uns richtig gut gehen lassen, aber es war eben eine Woche Urlaub und da sollte das auch so sein und ich hoffe, das Video hat euch gefallen, ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag und bis morgen, ciao!